Drink and eat, drink and eat. Das ist der Satz, den die Athleten zum Beispiel bei der Tour de France pro Etappe gefühlte 1000 Mal über ihr Headset vom sportlichen Leiter aus dem Begleitwagen zu hören bekommen. Ich bin selber Hobby-Radfahrer und weit weg von den Leistungen dieser Jungs, aber ich bin Profi im Erstellen von Rezepten und da habe ich jetzt eins für euch, egal ob ihr Ausdauersportler im Sinne von Bergwandern, Triathlon, Rennrad oder einfach nur Müsli-Riegel gerne esst. Ich habe ein Rezept für euch, das wirklich sensationell schmeckt und unglaublich leicht herzustellen ist. Was brauchen wir an Zutaten? Hier drin sind Haferflocken. All die Pferde, die weltweit Waren transportiert haben, Arbeiten verrichtet haben, mit was wurden diese Ausdauertiere versorgt? Deshalb ist ein guter Tipp, wenn ihr wirklich euch viel Hafer in eure Ernährung mit einbaut, vor allem wenn ihr irgendwie mit Ausdauersport zu tun habt. Der kommt jetzt also in die Schüssel und dazu Hafermilch. Zunächst in ein hohes Püriergefäß und dazu eine Banane. Warum nimmt der Kerl Hafermilch her? Man hat festgestellt, dass vor allem für Ausdauersportler die Kuhmilch unvorteilhaft für den Muskelstoffwechsel sein kann, auch für die Verdauung. Ihr habt sicher schon von Laktoseintoleranzen und so weiter gehört. Sowas schwelt manchmal dahin, ist kaum bemerkbar, aber wenn dann viel Milchprodukte bei einem erhöhten Leistungsbedarf des Körpers konsumiert werden, dann ist es von Vorteil, ihr lasst die so gut wie möglich weg und nehmt da diese Ersatzdrinks, Hafer, Reis, Dinkel, alles, was es da so gibt. Es ist super simpel. Ihr nehmt die gleiche Menge Hafermilch wie Haferflocken. Jetzt haben wir natürlich jede Menge verschiedenste Zutaten zur Auswahl. Sehr empfehlenswert sind einfach Rosinen, denn die enthalten viele von Natur aus hochwertige Kohlenhydrate. Die geben euch zusätzlich zu dem Hafer so einen richtigen Energiekick. Meine Lieblingszutat ist so ein dunkles Pulver, sieht ein bisschen aus wie Schnupftabak. Also diese Naturvanille, die Königin der Gewürze. Jetzt haben wir hier noch eine Reihe von Zutaten. Hier sind zum Beispiel Cashewkerne. Die sind ein bisschen braun, weil die habe ich geröstet. Dadurch haben sie einfach einen würzigeren Geschmack. Da hast du einfach Biss drin. Sonnenblumensaat, ein Kürbiskern, ein paar Pinienkerne sind drin. Das ist eigentlich eine Salat-Topping-Mischung, die man aber genauso gut anrösten kann. Und jetzt stehen hier noch zwei Sachen. Das eine sind getrocknete Erdbeeren. Die sind gefriergetrocknet. Bam, sehen so aus. Es macht Sinn, diese ganzen Erdbeeren ein bisschen zu zerkleinern und dann mit rein. Wenn ihr so richtige Schleckermäulchen seid, dann ist das hier ein heißer Tipp. Das ist Milchkaramell. Wir haben jetzt hier natürlich mit dem Karamell den Pfad der Tugend ein wenig verlassen, sind von den reinen Vollwert-Power-Riegeln ein bisschen in die Gourmet-Ecke gerutscht. Die weißliche Creme hier ist Kokosöl. Ihr streicht diese Masse ungefähr 1 Zentimeter hoch in eure Pfanne und lasst es dann bei höchstens 2/3 der Herdleistung, also hier geht es zum Beispiel auf 9, da wäre es dann sinnvoll, wenn ihr bei 6, 6,5 diese Powerriegel langsam bratet. Wenn sie dann goldbraun sind, wie man so schön sagt, duften nach Beeren und nach Nüssen, dann nehmt ihr sie runter, lasst sie abkühlen mit Backpapier zum Beispiel dazwischen schichtweise ins Gefrierfach und jedes Mal, wenn sie dann benötigt werden, dann 10-15 Minuten vorher rausholen, auftauen lassen,
Ihr verpackt die dann am besten in solche kleinen Glasichtüten. Und dann geht's los. Wo auch immer ihr im Kolliversum sportlich unterwegs seid, wo auch immer ihr gerade rumradelt, wandert, biket, was auch immer. Dieser Riegel, der sollte euer Begleiter sein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zubereiten, viel Spaß beim Sporteln und beim Reinbeißen. Schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr Interesse an anderen sportlichen Rezepten habt oder irgendwelche Anregungen braucht, wie man was herstellt. Wir werden euch da auf alle Fälle weiterhin auf dem Laufenden halten und versorgen. Und probiert diesen Riegel, denn ich bin mir sicher, der haut euch um. Der ist nämlich echt gut.